Wir sind heute im Kompetenzzentrum Geschlechtergerechte Kinder- und Jugendhilfe Sachsen-Anhalt. Es geht um die Kinderbuchliste des Gleichstellungsministeriums zum Thema Geschlechter- und Familienvielfalt. Ich habe jetzt mir zwei kompetente Gesprächspartner geholt. Einmal, ja, Herr Mitsch, können Sie kurz mal das Kompetenzzentrum vorstellen, was die Aufgabe ist? Das Kompetenzzentrum existiert seit ungefähr 20 Jahren, ist als Fachstelle Mädchenarbeit gegründet worden, hat sich viel mit dem beschäftigt, wie Mädchen aufwachsen, warum sie so aufwachsen, und dann gemerkt, wir müssen auch die andere Seite betrachten, nämlich die Jungen, haben sich dann umgenannt in Kompetenzzentrum Geschlechtergerechte Kinder- und Jugendhilfe, um also beide Geschlechter anzuschauen. Es gibt seit 2 Jahren auch einen männlichen Mitarbeiter, der sich um die Belange der Jungen kümmert. Vorher gab es Mitarbeiterinnen, die sich um die Belange der Mädchen gekümmert haben. Und seit 1,5 Jahren hat das Kompetenzzentrum auch die Personengruppen entdeckt, die sich zwischen den Geschlechtern befinden, die beide Geschlechter haben, also Intergeschlechtlichkeit, Transgeschlechtlichkeit, und nimmt sich des Themas an, um einfach ein Bewusstsein in der Öffentlichkeit zu schaffen, dass es diese Menschen gibt, und im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe zu schauen, wie man mit ihnen umgehen kann, was sie brauchen, was die Menschen brauchen, die mit jungen Mädchen und Menschen zwischen den Geschlechtern arbeiten. Sie hatten es ja schon gesagt, also es ist ja klar, die eine Zielgruppe sind einmal die Erzieher in den Kindergärten, aber sicherlich genauso die Eltern, denn man kann es ja zu Hause auch verwenden. Diese Liste ist ja jetzt auch öffentlich, man kann es ja im Internet sich angucken. Also Eltern sind mit Zielgruppe. Tatsächlich wurde es zuerst an Kindertageseinrichtungen versendet, an kommunale Kindertageseinrichtungen. Die hatten das als erste auf dem Tisch, in der ersten Auflage zumindest. Aber Eltern sind mit Zielgruppe. Wir hoffen allerdings, die Eltern eher über Kindertageseinrichtungen mit zu erreichen. Sind wir jetzt schon bei der Umsetzung? Herr Mitsch, Sie sind ja Kita-Leiter. Wie sollen denn diese Bücher in den Alltag gebracht werden, in den Kindergärten? Haben Sie da auch vielleicht schon erste Erfahrungen, wie das vielleicht gemacht wurde? Die Liste thematisiert die verschiedenen Bereiche. Und wenn ein Kind mich jetzt fragt, meine Mama ist schwanger, wie ist denn das passiert? Dann kann man sagen, oder könnte man sich das Buch nehmen, wie entsteht ein Baby? Wird nett beschrieben, anhand einer Samenzelle und einer Eizelle, wie ein Baby entsteht, ohne irgendwas eines Geschlechtsaktes zu thematisieren, sondern könnte man sagen, so, das Buch kann ich nutzen. Und das ist der Ansatz zu sagen, wenn Themen auftauchen in der Kita, und sie tauchen ständig auf, also wenn im Rollenspiel die Kinder sich verkleiden und Familie spielen und es wollen aber zwei Jungs nur Papa sein, und das Kind sagt, es geht aber nicht, dass zwei Papas da sind. Natürlich geht es, dass zwei Papas da sind, und wenn man dann ein Buch braucht, um das aufzugreifen, dann findet man Papi, Daddy and Me, und kann anhand von Alltagssituationen beschreiben, wie auch ein Leben mit zwei Vätern sein kann, ohne dass man das irgendwie wertet, sondern einfach nur den Impuls der Kinder aufgreift und sagt, jawohl, es ist möglich. Wichtig ist dann, die Eltern mitzunehmen, weil die im Sinne der Erziehungspartnerschaft sowieso erfahren, was bei uns in der Kita passiert, und dann am besten zu sagen, Mensch, Ihr Kind hat uns gefragt, wie entsteht ein Baby, wir haben das und das besprochen, weiter wollen wir in unserer Kita nicht gehen. Wenn es tiefere Nachfragen geht, das ist Ihre Sache, klären Sie das. Oder wir haben darüber gesprochen, es gibt verschiedene andere Familienformen. Das und das Buch hatten wir gerade, können Sie sich mal ausleihen oder können Sie mal reingucken. Und das ist gerade Thema bei uns. Und das ist deshalb die Liste als Möglichkeit zu haben, irgendwo hingreifen zu können, zu sagen, jawohl, das Buch wäre das Richtige. Wir haben auch nur einen kleinen Teil in unserer Kita, aber man kann einfach sagen, okay, das bestelle ich mir. Sie sind jeweils beschrieben mit ihren thematischen Schwerpunkten, auch wie sie pädagogisch umzusetzen sind. Und das ist einfach klasse. Ich hätte gerne Einrichtungen, die mit dieser Art Bücher ausgestattet sind. Und wo es in einem Kleinkindbereich völlig normal ist, dass dieses Buch über zwei Mütter mit einem Kind darlegt. Denn ein Buch über eine heterosexuelle Partnerschaft mit einem Kind
schaffe ich auch nicht dann erst an, wenn Kinder das als Thema haben. Ne? Und wenn die zwei Jungs spielen und beide Väter sein wollen und die so ein Buch in der Krippe schon liegen hatten und das kennen, dann überlegen die vielleicht gar nicht mehr und sagen gar nicht mehr diesen, nee, das geht doch gar nicht satt, sondern machen es halt einfach schon, weil sie schon wissen, dass das geht. Da ist jetzt in der Tat, glaube ich, die Liste der richtige Anknüpfungspunkt, weil es in vielen nicht bewusst ist, was für spannende Bücher es gibt. Und das ist wirklich schön. Ich habe es auch durchgelesen, habe gedacht, was jetzt das Besondere ist. Okay, es sind zwei Frauen, aber beide ist nicht besonders. Ja, die machen dasselbe, wie es Mama und Papa tun, sind einfach zwei Frauen. Das ist eben, also das hat so einen leichten spielerischen Ansatz. Und deshalb ist die Liste da. Als ich so drüber nachgedacht habe, ist ja auch wirklich Prinzessin und Prinz. Das ist auch mal so ganz typisch dargestellt. Alles schön auch mit Rosa bei der Prinzessin. Ja, ist ja auch schon allein bei den Zeichentrickfilmen. Und genau, da haben wir das schon mit dem Thema Prinzessin. Da haben wir nämlich ja auch Bücher. Ich glaube, wir haben mindestens eins aktuell herumliegen, genau. Nämlich Prinzessin Isabella. Genau. Und die Namenlos, und das Namenlosbuch hier ist noch das. Genau, die beiden sind das. Prinzessin Isabella. Und der geheimnisvolle Ritter Namenlos. Genau. Da ist es ja so, dass im Prinzip das typische Bild der Prinzessin ist komplett auf den Kopf gestellt, finde ich. Ja, aber es ist sehr schön gemacht. Was sollen denn diese Bücher vermitteln? Also Prinzessin in Rosa und Glitzer und Prinz als starker Beschützer sind ja sehr festgelegte Rollenbilder. Und in der Spielzeugindustrie wird sehr viel genau darauf projiziert und Prinzessin, obwohl es nur noch ganz wenige auf der Welt gibt und die auch lange nicht mehr den Einfluss haben, wie vielleicht früher Königshäuser das hatten, scheint doch noch oder ist etwas, womit sich Mädchen total identifizieren oder was Mädchen ganz, ganz viel nahegebracht wird. Und damit wird auch ein Rollenbild nahegebracht, das besagt, dass man schön zu sein hat und wie man schön zu sein hat als Mädchen. Und dass es wichtig ist, auf den richtigen Prinzen zu warten, der einen dann auch nahezu, ohne dass man irgendeine Entscheidungsgewalt darüber hätte, heiraten kann. Auch man verliebt sich. Wenn er denkt, sie ist die Richtige, vielleicht verlieben die sich auch beide. Und hier wird das einfach aufgebrochen und es irritiert Kinderköpfe, weil Kinder ganz viel damit konfrontiert werden, mit solchen festen Rollenbildern und Prinzessinnen, das haben alle Kinder gehört. Und wenn die dann ein Buch lesen, in dem eine Prinzessin plötzlich was ganz anders macht, dann eröffnet es unglaublich viele Möglichkeiten. Denn diese Prinzessin Isabella, die findet hübsche Kleidchen doof und die macht sich gerne und viel dreckig und ist gerne draußen, hilft letztendlich im Schweinestall mit und fasziniert sich total oder ist total fasziniert von diesen Tieren. Und dadurch wird für Mädchen, die das lesen oder anschauen, ein viel größeres Rollenverständnis ermöglicht. Da merken die, nicht jede Prinzessin muss so sein. Das heißt, ich kann Prinzessin sein. Prinzessin ist vielleicht auch was Cooles irgendwie. Und ich kann aber trotzdem so sein, wie ich möchte. Ich kann meinen Weg finden da drin. Und ich glaube, Isabella wird letztendlich auch von ihrem Vater angenommen und akzeptiert, was ja immer für Kinder eine total wichtige Sache ist. Und das finde ich super, weil das Geschlechterrollen wirklich aufbricht, die völlig sinnlos genauso festgefahren sind, wie sie sind. Und mit dem geheimnisvollen Ritter Namenlos ist es ähnlich. Da entpuppt sich letztendlich, dass das ein Mädchen ist, das da kämpft und sich durchsetzt. Ich würde es gerne noch auf eine andere praktische Ebene bringen. Die Bücher sind ja nur ein Teil, wie man versuchen kann, Stereotype aufzubrechen. Ne? Also im Prinzip ist das von der Prinzessin Isabella ja ein Beispiel dessen, man kann ganz vieles sein als Prinzessin und man kann eben auch als Junge und Mädchen ganz vieles sein. Mhm. Und das sehe ich als unseren Auftrag in der Elementarbildung, ganz konkret in der Kita,
zu schauen, was biete ich den Jungen und Mädchen. Und wenn die Mädchen zu uns in die Kita kommen mit einem schönen Kleid und alle Kolleginnen sagen erstmal, ach, siehst du schön aus, ach, siehst du schön aus, wo ich sage, das ist nicht das Einzige, schön auszusehen, sondern dann genauso mit diesen Mädchen Tobe- und Rauchspiele zu machen, mit Jungen und Mädchen zu sehen, die Mädchen sind genauso stark wie die Jungen, Jungen kann auch mal verlieren. Also so ganz viele Dinge aufzumachen, das ist das wirklich Spannende, wo die Bücher ein Teil sind und eben mit ganz vielem in der Pädagogik unterfangen werden können. Klar. Wir wollen unbedingt Mut machen, so zu leben, wie ich leben möchte und wie ich mich fühle. Und das Normalbild der anderen verändern, damit letztendlich dabei rauskommt, dass Menschen miteinander leben können, völlig egal, welche Geschlechtsidentität sie haben. Weil das auch tatsächlich eigentlich nicht von Belang ist. Wenn man ganz ernsthaft drauf guckt, ist das überhaupt nicht von Belang. Das kratzt keinen anderen Menschen und jeder könnte in seiner Geschlechtsidentität so leben, wie er oder sie das möchte. Da gibt es keinen Schaden für andere Menschen. Das ist schlichtweg individuelle Freiheit.